Was geht ab, Freunde? Ihr wundert euch bestimmt, warum ich draußen stehe, aber ich muss immer die Luft genießen, um Ideen zu sammeln, um Ideen zu bekommen, um mein Hirn anzuregen. Macht das Sinn? Nee, doch. Es regnet. Und ich habe die perfekte Videoidee. Ich sehe die ganze Zeit überall online Temo. Was ist Temo? Temo ist irgend so ein Online-Shop und ich dachte mir, ist der wirklich so krass? Und darum geht's heute. Wir finden es heraus und bestellen coole Sachen. Wir suchen ein paar coole Sachen raus. Kann ich mir was aussuchen, Ben? Bitte? Grisha darf sich auch was aussuchen. Ja. Deswegen lass uns ab zum PC gehen. Wieder rein, weil mir ist auch arschkalt. Und dann lass uns ein paar Sachen raus. Let's go! Freunde, bevor wir starten, möchte ich mich einmal ganz kurz entschuldigen für den Ton. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich glaube, die Mikrofone sind im Arsch. Aber ich habe neue bestellt. Das heißt, bei den nächsten Videos wird der Ton besser sein. Wo habe ich die her? Die Mikros, die neuen von Temo. Dann Spaß beiseite. Viel Spaß beim Video und seid mir nicht so böse wegen dem Ton. Wir sind im Büro am PC angekommen. Wir gehen sofort auf temo.com. Du wolltest was haben? Ja. Du darfst ja auch sofort was aussuchen. Was möchtest du? Ich will eine Taschenlampe haben. So eine richtig krasse. Eine Frage. Wofür brauchst du die? Ich will so alles anleuchten einfach, weißt du? Ah, warte. Das ist krass. Taschenlampe, die alles anleuchtet. Ja, guck mal, so eine eckige, ich will so eine eckige. So eine. Oh, hier, 4,17 Euro. 4,17 Euro ist krass. Die sieht krass aus. Ist die krass? Ja. Oh mein Gott, du kannst damit einen ganzen Wald ausleuchten. Ist krass, die packen wir ein. Kann die haben, bitte? Hier, Taschenlampe. Okay. Ja, das ist deine, hier. Boah, die fühlt sich derbe Billo an. Wenn ich hell. Ich glaube, das ist super hell. Du kannst ja keinen Wald ausleuchten. Du musst ja noch mal in den Wald fahren. Komm, wir testen das jetzt. Wir gehen jetzt einmal kurz ins Dunkle. Okay, hier ist dunkel. Ja, okay, weiß ich jetzt nicht. Ich bin ehrlich, das hätte jede andere... Na, das ist stressig. Oh, nee, kriege ich einen epileptischen Anfall. Also wirklich, das ist doch eine ganz normale Taschenlampe, oder nicht? Lass mich mal, ich will auch mal testen. Freunde, also ich bin euch ehrlich. Ich habe wirklich mehr... Wie teuer war die? Ja, oh, 3 Euro. Ne? Ich habe viel, viel mehr erwartet. Die ist trash. Testen wir die noch mal im Dunkeln nachher? Okay, Freunde, es ist jetzt mitten in der Nacht und wir sind im Wald. Mal gucken, wie gut diese Taschenlampe ist. Ich hab sie ganz drauf. Oh nee! Sag mal! Oh nee! Oh nein, Ben! Nein, ich will nicht mehr! Lass wieder reingehen! Gib mir die Lampe! Oh nee! Nochmal! Die Taschenlampe ist scheiße, Digga! Du bist nicht begeistert, ne? Ich finde cool, dass sie diese verschiedenen Features hat. Und sie leuchtet. Das war's dann auch, ne? Ja, aber für 3 Euro ja, kann man nicht keine meckern. Andere Taschenlampe. Ja, kann man nicht meckern. Wie viel würdest du dem geben? 5. Das ist einfach eine Taschenlampe. Die ist nicht besonders krass, aber auch ja, nicht schlecht. 5 ist stark. 5 finde ich gut. Okay, ich habe auch 2 Sachen im Kopf, die ich unbedingt haben möchte. Ja, zeig mal. Und testen möchte vor allem. Einmal ein Klassiker, Schuhe. Ich habe gehört, Schuhe kosten hier nichts. Okay, guck mal, das meine ich. Hier sind Schuhe 7 Euro, 8 Euro. 8 Euro, 12 Euro, 6 Euro. Ey, Schuhe, krasser Call. Das Schuhe, krasser Call? Ob die richtig billo sind oder ob die einfach das leid sind. Das frage ich mich auch. Stell dir mal vor, weil guck mal, alle Schuhe, die wir ja tragen, kommen ja auch irgendwie da aus den Gebieten. Asien irgendwo. Asien. Ja. So, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die gar nicht so kacke sind, aber was soll man bei 10 Euro erwarten? Ich guck mal. Die erinnern mich ein bisschen an... Yeezys, ne? Ja. So ein bisschen Yeezy. Die alten Yeezys. Die alten Yeezys. 6,29 Euro, aber ich will grau haben. Schwarz ist es nicht. Ja. Aber kosten doppelt so viel. 13,39. Aber fürs Video. Die Leute wollen auch grau sehen, glaube ich. Zeig mal. Die packen wir ein. Für was steht LT? Für Light Tempo. Aber die sehen nicht scheiße aus. Boah. Boah, Digga. Der riecht ja wie... Der riecht so heftig nach Industrie, aber optisch... Ist nicht so schlecht. Die sehen schon cool aus. Ja, ich fühle also dieses Neon-Etikett. For real, die haben ja nur 9 Euro, glaube ich, gekostet, aber wegen Farbwechsel waren sie dann 13 Euro. Ja, aber für 13 Euro kriegst du ja keine Schuhe. Euro. Muss ich jetzt anprobieren? Muss ich ja anprobieren, ne? Ich kann mir vorstellen, dass die den Flächengröße ja. Steht ja gar nicht drauf. Doch, 45 stand auf. Aber steht auf dem Schuh ja gar nicht. Okay, ich probiere erstmal einen an. Passt der? Oh, fühlt sich ganz komisch an. Fühlt sich for real komisch an. Wie sieht der aus? Freunde, sei ehrlich. Der sieht nicht so kacke. Warte, ich muss zweiten anziehen. Ja. Okay, lauf jetzt mal auf die Kamera zu. Ist krass. Also ist nicht so kacke. Also ich weiß nicht, von oben sehen die derbe Scheiße aus. Bin ehrlich, sind mir zu groß. Grisha, die darfst du gleich mit nach Hause nehmen. Jo. Fühlt sich an, als würde man so auf so Plastik gehen. Aber irgendwie hat das auch was, ne?
Warte, ich muss den absoluten Springtest machen. Mach mal den absoluten Springtest. Ist krass. Also für den Preis, Preis-Leistung, ich würde 7 von 10 geben. Ja, Preis-Leistung, ich würde den sogar eine 8 geben. Finde ich stark. Bist du jetzt glücklich, dass du neue Schuhe hast? Bin sehr glücklich. Ja, aber weiß ich fürs nächste Mal, als ob ich mir nochmal bei Temu Schuhe bestelle. Fürs nächste Mal weiß ich, eine Größe kleiner bestellen. Ich habe noch was im Kopf. Bin gespannt. Nämlich einen Teppich. Oh! Aber ohne Scheiß, ich brauche einen coolen Teppich. Ich weiß, ich liebe Teppiche einfach. Und deswegen brauche ich einen coolen. Oh. Boah, die sind schon krasse. Aber warte. Du brauchst deine Farbe. Was ist meine Farbe, Grisha? Lila. Lila. Wir gucken nach lila Teppiche. Oh! Der ist krass. 4,89 €. Wir brauchen ein bisschen größer. 7,19 €. Das ist schon sehr für so ein Teppich? Was 80 cm ist schon Drake. Ich habe mich wirklich auf den gefreut, allein weil der lila war. Das ist die Unterseite. Ja, ich dachte gerade, das ist die Dame. Nein, ist ja nicht rosa. Oh, nee. Doch. Oh shit, okay. Der fühlt sich ganz ekelhaft an von unten. Wirklich. Sieht auf diese Spinneneier. Oh, der ist... Nein, der ist super billo. Wirklich. Wie teuer war der? Ich glaube 7 € oder so. Ist ja ein Handtuch. Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Das ist so ein Toiletten... So ein Mikrofasertuch. Ja, man fühlt, dass das super billig ist. Ich weiß nicht, ob ich das gerade cool finden soll oder nicht. Ist das cool? Ja, so zum Füße draufstellen ist cool. Ist cool. Was habe ich dafür bezahlt? 7 €? Ja, das geht. Ist okay. Aber ist kein Teppich, bin ich dir ehrlich. Nein, das ist ein Handtuch. Ist ein Handtuch. Was machen wir jetzt damit? Stehen wir hier so? Von 1 bis 10 gebe ich dem... Ich habe auch nicht viel erwartet. Ich finde den schon... 5. Ja, ich würde auch eine 5 geben. 5? Das ist schon okay. 5 ist gut, ne? Okay. Next. Oh, der fühlt sich wirklich ekelhaft an. Ja, mag ich auch nicht. Was haben wir noch? Okay, jetzt hast du noch einen Wunsch, Grisha? Oder schauen wir jetzt einfach mal um? Will irgend so was Technisches haben noch, was man testen kann. Oh, kennst du von früher diese Helikopter, die man so fliegen lassen kann? Eine Drohne. Wir brauchen noch eine Drohne. Ja, okay. Eine Drohne, die Videos macht. Ja, aber die kostet safe 100 Millionen Euro hier. Aber wir sind ja auf Temu. Yeah! 21 €, 20 €, 14 €, 15 €? 15 €? Ist krass, ne? 15 €. Mit Handy? Nein, das Handy packst du so da rein. Achso. Dual-Kameras. Was ist denn mit Dual-Kameras gemeint? 2 Kameras, glaube ich. Ah. Und wo sind die platziert? Weiß man nicht, ne? Weiß man nicht. 18,44 €. Willst du die haben, Grisha? Sollen wir die testen? 18 € drunter. Kann ich die haben, bitte? Die ist schon sehr krass. Ja, packen wir rein in den Warenkorb. Zack. Ich glaube, darauf haben wir uns beide jetzt am Ende am meisten drauf gefreut. Glaubst du, die Drohne? Eine Dual-Cam-Drohne. Das heißt, die kann Aufnahmen machen. Werden wir auch gleich machen. Ich bin sehr gespannt, ob die gut ist. Brauchen wir eine App oder so dafür. Meinst du? Und die funktioniert nicht. Ja, App-RC. Wir packen sie einfach mal auf und gucken. Cool ist schon mal, dass das hier in so einer Verpackung drin ist. Aber auch sehr billig Verpackung. Okay, ich bin ehrlich, was schlimmer das erwartet. Aber die ist ja voll auseinandergeflogen, oder? Oh, nee. Also ist auf jeden Fall eine Kamera dran. Warum die jetzt Dual sein soll, weiß ich nicht genau. Die hat aber wirklich Ähnlichkeit mit der DJI Mini. Bisschen. Sieht halt aus wie eine Drohne, ne? Was soll ich sagen? Ich bin ehrlich, was haben wir für die bezahlt? Nix. Geht die an? Ist ja an. Das sind, glaube ich, alles nur Ersatzteile. Was? Das ist ein Teil. Nicht hier drin? Doch, doch hier drin. Nein. Ich schreie einfach. Ja, ich schreie. Ben. Nein, wir können die nicht hier starten. Oh, doch. Oh. Ja, die ist tot. Die geht nicht mehr an. Die geht nicht mehr an? Wieso greift die Drohne an? Wieso greift die wehgetan habe eben. Hä? Was? Die sind in der Drohne. Ja, ist ja krass, oder? Ist ja 4K. Ist ja geisteskrank. Hä? For real ist cool. Dreh ich die? Wo fliegt die hin? Hallo? Was? Was? Hast du das gesehen? War normal? Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Gut, ich hab ein Salto gemacht. Verstehst du was da? Ich verstehe nicht, was ich machen muss. Ich habe irgendwie ein Salto gemacht, Freunde. Das war wirklich cool. Und die fliegt auch. Auf. Oh, die fliegt auch okay. Man muss dazu sagen, der erste Flug ist erfolgreich gewesen, ohne dass das kaputt gegangen ist. Was passiert denn hier? Grisha fliegt jetzt mal eine Runde.
Irgendwie ist das ein bisschen komisch. Das Ding ist, ich kann eigentlich Drohne fliegen, aber... Kann auch ein bisschen Drohne fliegen. Seltsam. So, und dann? Ich drücke alle Knöpfe mal. Flieg doch mal zu uns. Geht nicht. Wie geht nicht? Ich hab nicht die Steuerung umgekehrt. Nein. Oh mein Gott. Was? Das muss ich ja haben. Hä? Man kann ja einfach Spider-Man-Fähigkeiten kaufen. Man kann ja Getränkedosen damit holen. Ey, das ist krass. Das testen wir. 3,50 Euro nehmen wir mit. Ja. Spider-Man-Fähigkeiten, sehr krass. Das ist schon krass. Aber ich dachte, Spider-Man hätte mehr ausgegeben dafür. Ja? Magst du Spider-Man? Ich mag Spider-Man auch ganz gerne. Aber du musst richtig vorsichtig sein. Weil stell dir vor, du wirst jetzt Spider-Man. Kann passieren. Das ist dann Fluch, denn... Oh, nee. Oh, das sieht so, das kompliziert, sieht so aus. Kompliziert aus, wirklich. Das ist ja nicht mal eine Anleitung, Mann. Das passt ja mit der Hand nicht. Zieh mir mal an. Ich werde ja nicht. Oh mein Gott, oh. Der Schuss war krass. Und das Geile ist, du kannst dir auch hier so einen auf die Seite legen. Oh. Für einen späteren Abschuss. Als ob das Geile ist daran. Das finde ich, macht das geil. Kennergy auf die 1. Die müssen mal leer sein. Die kann ich gar nicht voll in Dosen abschießen. Müssen wir die austrinken jetzt? Oh, müssen wir die ächzen. Ich hab direkt gemerkt, ich will das nicht machen. Lass mal einfach eine leere Dose von da oben nehmen. Also ich muss euch aber, eine Sache muss ich sagen, ich fühle mich schon ein bisschen wie Spider-Man. Hat Spider-Man das auch so komisch mit Klettfest gemacht? Okay, der erste Schuss. Was? Macht Sinn. Ich bin fertig mit dir. Boah! Wie würdest du jetzt die Spider-Man-Fähigkeit... Ich bin ehrlich, das hat derbe viel Spaß gemacht und wenn ich das ein bisschen trainieren würde, dann... Du könntest in den Verein gehen. Ja, denke ich, hätte ich auch gute Chancen auf die Meisterschaft. Ich denke, für mich ist das eine 9. Das hat wirklich Spaß gemacht. Nee, nur eine 8, weil der Handschuh nicht gepasst hat. Ich habe noch, ich glaube, Grisha wird das gefallen, weil Grisha sagt immer wieder, er braucht einen neuen Rasierer. Hast du erst heute Morgen gesagt, du brauchst einen neuen Rasierer. Aber du weißt nicht, wofür ich den brauche. Wofür brauchst du den? Ich will dich rasieren. Nein. Doch. Ich bestelle den Rasierer, aber dann rasieren wir dann wir dich. Gehen jetzt einen Daumen hoch, wenn ich dir den Bart rasiere. Welche Farbe gefällt dir denn? Gold. Gold. So? So. Ist ja goldig, oder? Boah, das ist echt goldig. 2,88 Euro für einen Rasierer? Kann ja nicht sein. Was habe ich für meinen Rasierer? Ich glaube fast 100 Euro, 90 Euro oder so. Der Rasierer ist so, 50, 60, 70, 80, 90, okay, bestellen wir. 2,88 Euro, wir probieren es aus. Oha, ja, aber Plast. Ist ja Plastik. Nein, damit kannst du dich nicht rasieren. Damit kannst du dich nicht rasieren. Das ist so... Guck mal den Anschluss, siehst du das? Ja. Ist ja schief. Drück mal darauf, wo macht man das an? Hier, auf diesen komischen Knopf da. Oh, der vibriert so doll, warte mal. Freunde, ihr könnt das gerade nicht spüren, aber diese Vibration ist so doll. Das kitzelt richtig. Ich mach, ich teste jetzt einfach. Ja. Oh, ich hab richtig Angst. Ich hab auch richtig Angst. Ich hab wirklich Angst. Geht da was ab? Ja. Ist ja rasiert. Ja. Der ist scharf. Freunde, weiß ich nicht. Also wenn ich ehrlich... Richtig? Ja, ja, putzen. Sauber machen, bitte. Zum Glück habe ich jahrelang Gitarre gespielt. Das ist auch nicht normal. Damit kannst du dir nicht den Bart rasieren, ohne dass du wirklich... schwere Verletzungen davon trägst. Ich habe Lust auf so ein Spiel, irgendwie was mit Spielen. Irgendwas, was man auch mal mit Joni spielen kann. Ich schau mal. Ein Lügendetektor. Hab ich so oft gesehen, noch mit Video, sag mal. Dreht sich. Und dann? Dreht sich. Dann stecken alle den Finger rein. Ach, zwei Finger sogar. Steck mal einen Finger nicht in. Aber ist ja TÜV-zertifiziert in Asien. Steck doch meinen Finger nicht in den Strom. Ich mach das. Das kommt rein so. Du machst es alleine. Nein, wir machen das. Joni und Richard haben schon Angst, aber ich verspreche euch, Jungs. Ich habe mir die Rezension durchgelesen. Ist TÜV-zertifiziert. Oh, das stinkt so doll. Warum stinkt das so? Ich mal. Ja, wie geht das? Oh nein, ich glaube, ich spüre gerade. Ich schwöre, ich glaube, ich spüre etwas. Oh, Alter, mach deinen Finger da. Du kleiner Wichser, du steckst das in jedes Loch deinen Finger da rein. In jedes Loch. Nein. Los, mach rein. So schön. Mach rein. War? Ja, war, aber das war nicht so doll. Ich habe ihn nur erschrocken. Steck einmal rein. Steck rein. Mach einmal. Ich mach mal. Edo, kannst du einmal hier deinen Finger reinstecken? Nein. Es ist
schon witzig. Hat Spaß. Es und tat es jetzt auch nicht so, wenn du es einmal. Das ist wirklich eins zu eins wie diese. Kennst du das damals, wenn wir Feuerzeug auseinandergebaut haben, den Elektroschocker ausgehauen? Genauso fühlt sich das an. Aber du kriegst diese Vorrichtung dazu und du musst es nicht aufladen, das ist nicht schlecht. Und das hat auch nur 3 Euro gekostet. Ich wüsste jetzt nur nicht, wann ich sag so bei mir zu Hause: Yo, Jungs, habt ihr Bock auf ein Spiel? Was würdest du dem Ganzen geben? Ich gebe eine 7. Eine 7? Ich bin gesetzlich. Ja, ich gebe dem auch eine 7. 7 ist gut. Okay, Freunde, das ist das Ende vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke, ihr hattet Spaß, so wie wir. Temu-Produkte sollten wir nochmal machen, Grisha, oder? Ben, ich muss dir was gestehen. Was? Ich habe schon ein zweites Paket bestellt. Dann würde ich sagen, kommt ein zweiter Teil bei Grisha auf dem Kanal. Deswegen checkt alle in der Videobeschreibung Grisha Kanal ab. Danke fürs zu Ende schauen, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und vergesst nicht, wenn es wieder heißt, King Kuya auf die 1. Ich wollte irgendein cooles Outro machen. King Temu. King Temu auf die 1. Haut rein, Freunde.